Leute, statt dem eigentlichen geplanten Stream, weil der nicht funktioniert, herzlich willkommen zu Zero Sievert, meinem anderen Lieblingsspiel. Ja, ich hatte einen anderen Stream geplant, ich grüße hier YouTube. Der eigentlich geplante Stream hat nicht funktioniert, weil durch ein Update das Spiel kaputt gemacht wurde. Ich sag nicht welches Spiel. Ja. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, weil ich halt ja jetzt irgendwas machen wollte. So, das ist heute gut. Da wollte ich Dynamit hinbringen, habe ich alles. Das habe ich ja alles gestern schon geplant. Ihr wisst, was ich tun will? Wow. Also, unser heutiges Ziel, die Ghoul-Höhle in Schutt und Asche legen. Klingt doch nach einem sauberen Plan. Och, nö. Warum ist das so ein Camp? Okay, mein Magazin ist leer. Ja, hi. Gut, dass du mich nicht gesehen hast. Gut, dass du blind bist. Verdammt. Ich denke mal, das wäre das Camp gewesen. Ach nee, da, Makeshift Camp. Da ist der andere. Ich muss kein Camp suchen. Heißt auch eine Ebene hier auch noch zufällig Radioturm? Nee. Der Radioturm auch mal immer noch random irgendwo auf der Map. Ich habe langsam echt das Gefühl, dass ich einfach auf der falschen Map suche. Warte mal. Steht da wirklich drin, VS? In dem Makeshift Camp. Ich bin aber auch so dämlich. Okay, ich werde den Radioturm hier nie finden, weil der Makeshift Camp ist. Boah, ich bin Genius. Wie viele Streams haben wir jetzt dafür verschwendet, diesen dummen Turm zu finden? Lass uns nicht weiter drüber reden. So, das wird eventuell eine der schwersten Einsätze, die wir jemals hatten. Es wäre interessant mit anzusehen gewesen, der Hase, der sich selber umbringt, indem er in Flammen rennt. So, hier ist jetzt die Ghoul-Höhle. Das waren noch nicht alle Ghule. So, hier drin ist es dunkel, da brauche ich das Teil. So, erstmal das Anti-Blut-Gel nutzen. Ich bezweifle, dass ihr irgendwas vom Wert für mich dabei habt. Gut ist, ich brauche nur zwei Schuss, um die zu erledigen. Bin aber trotzdem mega vorsichtig und niete erstmal alles um, was in Eingangsnähe ist. Keine Ahnung, wie groß die Höhle ist. Scheinbar sehr groß.
Diese dummen Ghule. Ich habe schon vorher gesehen. Schnell nutzen. Erstmal nachladen, damit ich mich gleich verteidigen kann. So, davon nutzen wir. Ich hätte erst das Bounce-Ding nutzen sollen. Das, was meine Verletzungen heilt. Damit ich ein bisschen mehr Leben wieder habe. Ghule sind aber auch ekelhaft. Damit interagiere ich noch nicht. Ich will erst gucken, dass die Höhle ghoulfrei ist. Ich höre da nämlich noch was laufen. Da wahrscheinlich. Sage ich doch. Ich hoffe mal, das war der letzte, weil ich habe danach nur eine Minute, um rauszukommen. Am besten direkt einmal kurz einen Kaffee einwerfen. Wegen Stamina. Müsste so funktionieren. Schnell schwingen wir unseren Arsch hier raus. Schnell raus, 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 raus! Kabum! Ich würde sagen, die ist kaputt. So, jetzt spielen wir safe. Weil ich keinen Bock habe, das nochmal zu machen. Haben wir wenigstens einen Erfolg heute zu verbuchen bei irgendwas. Außerdem habe ich ja richtig viel Zeug mit dabei. Was ich auch bei Questen noch brauche. Also, kann nur Positives sagen. ...15.000 mitgenommen. Und wir haben ein paar Questen geschafft. Oder zumindest teils. Okay. Zuallererst, was will ich behalten? Die Löffel und so weiter, die wollte ich behalten. Die packe ich mir einfach mal hier mit rein, weil sie Nebenquests sind. Drei Lampen und ein Stecker fehlen noch. Das Ether-Tech brauche ich nicht, das weiß ich. Die beiden Sachen sowieso nicht, das auch nicht, das nicht. Und das nicht. Das ist Geld, mehr oder weniger. Oh, die, das Drive-Ding und die RAM, die sind sehr viel wert. Ja, dann nimmt noch die Kristalle. 14.000! Geld. Warte mal. Die darfst du mir geben.
Der hat, ohne dass ich es wollte, ich hab nicht mal drauf gedrückt, das könnt ihr bestätigen, einfach die Schokolade verkauft. Für irgendwas brauchst du nicht Pasta Supply. Dreimal Pasta will der. Ja, die kann ich machen, wenn ich den Rest habe. Ach, die drei Spritzen kann ich auch noch verkaufen. Nimm sie. Nimm sie und schieb sie dir sonst wo rein. Habe ich jetzt 40.000, ne? Haben mal Cash. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage. Bei diesem Spiel. Dass wir mal was besitzen. So ein Armo-Ding wollte ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Eins. Wie nehme ich nur eins mit? Ich will wissen, wie ich die aufteile. Inventory. Ach, ich kann die Dinger auch rotieren. Okay. Ah. Okay. Jetzt habe ich gelernt, wie man aufteilt. Ich will auf jeden Fall zwei Waffenpakete dabei haben, Spiel. Und ich kann die rotieren lassen? Tatsache. Hätte ich das mal früher gewusst, das hätte so viel einfacher gemacht. Wie zum Beispiel hier. Hätte ich dann sagen können, hey, ich drehe das einfach mal so rum. Schon habe ich Platz. Diese radioaktiven Pillen, die kann man sich richtig easy machen. Also diese wirklich am einfachsten herzustellen. Die kann man auch sehr gut verkaufen. Hey, wo ist denn die Medizinfrau? Ich habe medizinische Vorräte für sie. Und das nicht gerade wenig. Komm mal her, ich will Geld. Ich das, hätte ich da mal drauf geachtet. Kann man sich übelst Geld hier erfarmen. Ich will ja den Backpack hier. Den ich mir jetzt sogar leisten kann. Der hat halt so 11 Kilo mal nicht mehr. Ne, 10. Als mein jetziger. Ne, warte. Den wollte ich haben. Sind zwar 6 Kilo mehr, aber der hat wenigstens nichts Minus wie der hier. Und alles, was irgendwie ich mir tragen kann, ist angenommen. Nochmal 6 Kilo mehr, ja. Und den alten kann ich verkaufen. Danke sehr. Jetzt muss ich nur noch diese Rüstung mir erfahren, die wie 100.000 kostet. Ein Fünftel habe ich. Ansonsten gibt es hier halt nichts, was man sich kaufen wollen würde bei der. Aber nice, jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr Gepäck. Also eine Obergrenze da. So, Kaffee. Einen konsumieren.
Hier oben müsste ich doch eine Quest fertig haben. Allein schon mit den Ghoul-Ding. Welche von euch ist denn am meisten wert? Hier haben wir einmal 4700. Die hier ist ein bisschen mehr wert. Und auf jeder Map 10 Hunters. Kann ich mir irgendeine Munition aussuchen? Das ist ja noch in dem Development. Und ich kann mir die letzten Night Vision Teile hier endlich demnächst holen. Darauf habe ich ja auch hingearbeitet, dass ich das Teil hier endlich habe. 45.000. Ich brauche nur 14.000 dafür. Genau genommen 10.000, wenn ich die alten verkaufe. Kann ich mir irgendwie 10.000 Geld hier eben kurz ermogeln? Ist das im Bereich des Möglichen? So, ich bin bei 4.400. 5.500 waren es, meine ich, ne? Dann wären es nur noch 5.000, die ich zusammenwursten muss. Nee, 45.000. Ich kann mir die jetzt gönnen. Kann denen direkt das alte Ding geben. Oh, guck mal, kaum noch Frimmel. Okay, das beste Nachtsichtgerät, das lohnt sich auf jeden Fall. Warum haben die NPCs immer so Probleme? Und ich habe sogar noch 3000 übrig. Wie viel kostet meine Rüstungsreparatur? Wahrscheinlich über 3000. Sage ich doch. Wobei ich bei 16 bin, kann ich nicht mal mit dem anderen reparieren. Ist schon doof. Aber was willst du machen? Könnt allerhöchstens versuchen, nochmal irgendwie 4.000 jetzt zusammenzukriegen. Damit ich auch noch die Rüstung reparieren kann. Ich könnte das Weapon Repair Kit abdrücken. Dann hätte ich das Geld. Oder ich versuche einmal ohne Rüstung auszukommen. Glaube ich auch intelligenter. Ich weiß, weniger Schüsse aushalten, aber ich habe halt das Geld nicht. So, ich guck mal eben kurz, will irgendwas noch, dass ich in den VSG. Und an die Map. Industrial Map. Kann ich überall sammeln. Kann ich überall sammeln. Das ist die eine Area, wo ich hin will. Kann ich auch überall sammeln. Makeshift Camp. Ne, vom Prinzip her können wir jetzt endlich mal auf die nächste Map gehen. Ich guck gerade, bin ich anständig vorbereitet? Mehr oder weniger. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal endlich zum Makeshift Camp. Endlich mal eine andere Map. Eine andere Map, die uns komplett zerlegen wird. Ich werde wahrscheinlich instant bereuen, dass meine Rüstung nicht repariert ist. Aber ich habe ja auch das Geld dafür nicht. Außer ich verkaufe das Weapon Repair Kit. Aber das will ich mir für den Notfall aufsparen. So, neue Ebene. Lost Backpack. Denk mal, da ist der Radioturm. Entweder da oder da. Ich würde aber sagen, lass erst da unten hingehen. Ich bin mal vorsichtig, weil ich nicht weiß, was hier rumrennt. Wir müssen auf jeden Fall auf eine neue Kristallart achten. Weil ich denke mal, hier gibt es diesen elektrischen Kristall. Ich wurde von einfachen Wildschweinen umgenietet. Ich wollte mir nur angucken, was im Stash ist. Auf einmal aus dem Nirgendwo Wildschweine. Und weil sie zu nah dran sind, kann ich mich nicht mehr wehren. Ist das vielleicht die Trailer Park Map?
Ist das die neue Art von Camps? Um Gottes Willen, da ist direkt die Green Army. Mit denen lege ich mich nie an. Vergiss es. Die Pistole kann man für 400 verkaufen, ne? Diesmal habe ich dich gesehen, du Mistvieh. Es hat auch ein Wildschwein hier zu suchen. Ist überhaupt kein guter Ort für die. Erstmal gucken, ob hier jetzt unser Radio ist. Ist der Radioturm. Ja, das da sieht aus wie ein Radioturm. Und das sieht nicht angenehm aus, was da passiert. Kann ich von hier aus interagieren? Nein, ich muss da rein. Oder ist wahrscheinlich eine Brigade. Hoffentlich nicht die Green Army, sonst habe ich ein Problem. Die Green Army sind halt diese Leute in Grün. Und die hauen Schaden raus. Okay, die haben sich mit irgendwas gekloppt. Der ist niemals im Leben an einem Wildschwein gestorben. Das Gute ist, die haben immer was zum Verkaufen da. Okay, ab hier zählt schon. Was ist das für ein Ding? Ich kann es nicht bekämpfen. Und es verfolgt mich. Geh weg von mir. Okay, man kann vor dem Ding davonrennen. Ich denke mal, das hat die Soldaten gereckt. Ich hoffe nicht, dass das Teil zurückkommt. Aber die Game Station, die ist ordentlich was wert, das weiß ich. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass ihr doch kein Kamerad rumrennt, weil die wahrscheinlich hier sterben würden. Das ist auch nochmal so eine dumme Kugel. Um Gottes Willen. Die macht Schaden, wenn sie in die Nähe kommt. Aber ich habe ja gelernt, ich kann die weglocken. Ich habe eine tolle Idee. Ja, das war meine Idee. Oh, die können doch zerstört werden. Okay, einen habe ich down, da war noch einer. Okay, ich habe beide down. Und das Gute ist, ich habe die Typen für mich das Ding kaputt machen lassen. Ah, die gehen den elektrischen Kristall. Dann nehme ich mal nur die elektrischen am besten mit, ne? Dass man um die wirklich sich kloppen muss. Dieses Gebiet ist interessant. Wirklich, es ist ultra interessant. Boah, 40 Kilo einfach. Wie viel ich mittlerweile mitnehmen kann. Okay, ich kann mir merken, ich kann die Dinger ruhig kaputt schießen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was bekämpft wurde. Die war was wert. Das habe ich mir gemerkt. Und das, obwohl sie kaum Platz wegnimmt. Von denen brauchte ich noch drei. Wenn es nichts wie, ich nehme ich es mit. Ach,
Dafür brauche ich einen Key, okay. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht noch mehr von denen rumrennen. Also ich finde es schon interessant, dass ich die überhaupt schon mittlerweile down bekomme. Das ist ein Wunder. Das andere Gebäude, das will ich gerade gar nicht testen. Ich bin froh, wenn ich den Shit gleich nach Hause bringe, den ich gerade bei mir habe. Muss hier jetzt eine Leiche finden. Okay, der ist tot. Das sieht aus, als ob hier jemand gestorben wäre. Nee, das ist mein Blut. Oh. Ich trinke direkt allen Kaffee. Ich trinke ihn leer. Bis nichts mehr da ist auf der Welt. Ich trinke den Kaffee, als gäbe es keinen Morgen. Und ein Brot darf auch gleich hinterher. Da kommt direkt der nächste von denen. Okay, der hat ein ganzes Magazin gefressen. Wo sind die Wölfe? Die schalte ich jetzt erstmal aus, bevor die mich ausschalten. Noch mehr? Ja. Schlaue Idee, erstmal die Wölfe auszuschalten. Gefahrenquellen müssen beseitigt werden. Du kannst mich nennen, wie du willst. Okay, der ist auch down. Ich weiß nicht, wie viele hier noch von denen rumrennen. Die sind halt übelst schwer down zu kriegen. Habe ich Lichter, wenn... Ja. Gut, dass ich erst reingeguckt habe, bevor ich hier angefangen habe zu looten. Ich weiß halt nicht, wie viele da drin gammeln. Ja, schön gewesen, wenn das Camp von rechts mal da reingelatscht wäre. Da ist immer noch einer. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ich gucke sicherheitshalber jetzt nach. Jetzt ist er tot. Alter, wie viele sind denn da? Wie gehen die Heilmittel aus? An seiner Blutung gestorben? Nein, da ging ein Licht an.
Okay, jetzt ist der tot. Ich weiß nicht, wie viele da noch leben. Das ist unglaublich. Ich glaube aber, dass das jetzt endgültig mal der letzte war. Zumindest hoffe ich das. Die kämpfen immer mit so einer BT-Munition. Ist die Munition von dem besser als meine? Einfach mal daneben halten. Ja, der Munition ist ein bisschen besser. Kann ich die auch nutzen? Müssen wir mal testen. Aber nicht jetzt. So, da will ich sicherheitshalber natürlich auch erstmal Camp clearen. Gottes Willen, habe ich ein Glück gehabt, ey. Dass die nicht rüberkam. Da ist einer. Da oben. Hier ist offenbar einer von deren Kameraden schon gestorben. Aber gut für mich. Ja, ja. Someone killed him. 2 Sekunden später bin auch tot. Genau so laufen wir Arsteams mit Sunny immer ab. Ich bin tot. 2 Sekunden später, Sunny. Ich auch. Okay, ich nehme, glaube ich, jetzt nicht mal alles mit, was mir vor die Nase kommt. Mein Inventar ist gleich voll. Ich muss noch irgend so ein komisches Ding mitnehmen. Das Einzige, was ich jetzt, wenn noch mitnehme, ist so eine dumme Glühbirne. Weil ich nur eine brauche. Ich muss ihn suchen. Ich lasse das Camp da jetzt mal in Ruhe. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber ich beschwere mich nicht. Komm, kann einer von euch bitte eine Glühbirne dabei haben? Eine. Der hat so eine von diesen Ultra-Schrotflinten bei sich. Da oben ist der Typ, den ich gesucht habe. Alter, wie schnell sich dieser Loot-Goblin levelt. Ist ja abnormal. So, einer von denen könnte die dabei haben. Die haben die sehr oft dabei gehabt bisher. Auf jeden Fall Premium-Schokolade für mich. Sehr nett. Hier liegen nochmal 2 Leichen. Ich habe das erst nicht gesehen. Komm, eine Lampe. Mehr will ich nicht. Das ist auch in Ordnung. Ich sehe es schon kommen, irgendwas muss ich wegwerfen, weil ich für den da jetzt keinen Platz habe. Ja, sag's doch. Ich weiß vom Snake zeigt, dass es nicht viel wert ist. So, wo ist der nächste Ausgang? Wir haben so viel Loot. Ich gebe jetzt einen Dreck auf alles und will den einfach nur nach Hause bringen. Wir bringen den dahin, weil da ist sicherer. Ich gehe sogar an der linken Wand entlang. Weil ich weiß, dass ich da schon sehr viel umgebracht habe. Und da höchstwahrscheinlich nichts mehr lebt. Ich sag höchstwahrscheinlich, weil dieses Spiel hat mir schon oft genug eine Axt gegen den Kopf gefühlt geworfen. Mit der Ausschrift, du kannst mich mal. Aber auf jeden Fall eine coole neue Ebene. Vor allem dieses komische Elektro-Ding. Ich hätte nicht gedacht, dass man das kaputt schießen muss. Das war eine Überraschung. Aber ich hab's einfach auf die Gegner gehetzt.
Ich hab die Arbeit erledigen lassen und hab so sogar Munition gespart. Nein, ich gehe das Risiko gar nicht erst ein. Lampe? Waffenschrott. Die RAM ist Geld wert. Die ist jedenfalls mehr wert als die Silberkette. Oh, wir bringen den ganzen Scheiß sogar beim ersten Versuch mit nach Hause. Naja, beim zweiten. Die Wildschweine wollen wir jetzt mal nicht zählen, ne? Alter, wie viel Geld ich jetzt allein nach Hause gebracht haben muss. Vor allen Dingen, ich habe ja jetzt auch instant eine Nebenquest noch mehr abgeschlossen durch diese Kristalle. Aber ich habe jetzt keine neuen Gegner gesehen. Warte mal, ich muss erst was verkaufen. So oder so, ich habe auf jeden Fall was geleistet heute. Ich habe den Radioturm endlich gefunden, den ich, wer weiß wie viele Streams gesucht habe. Ich nehme den da, weil ich den so gut wie gar nicht finde. Was willst du jetzt von mir haben? 10 Wires, 6 Relays, 5 Harddisks. Ja, die finde ich eh am laufenden Bande. Ja, gib her. Achso, mein Inventarplatz reicht irgendwie nicht aus. Jetzt sollte da ausreichen. Ich hatte nicht den Platz dafür in der Ecke. So. Nochmal 6000 Rublas. Die konnte ich jetzt reparieren. Die kann ich auch direkt nutzen, die Kiste. Jetzt habe ich noch mehr Platz in meiner Kiste. So, Lost Backpack. Warte, ganz kurz gucken. Wie heißt die Schokolade? Generic. Wie viel von der Generic Schokolade habe ich? Ich glaube, die kann ich aber auch easy finden, ne? Ey, komm, ich krieg die so oft gefunden. Ich würde sagen, ich nehme die Pasta. Oder? Ja, die Pasta macht am meisten Sinn. Find the Missing Hunter. Er war auf einer speziellen Mission im Makeshift Camp. Das heißt, ich muss einfach nur finden. Ja, jetzt fängt die Questreise im Makeshift Camp an. Ach, da ist mir gerade was aufgefallen, weil ich auch noch nicht verkauft habe. So, die blauen Kristalle, die kann ich ja jetzt ruhig in die Kiste werfen. Eventuell brauche ich die nochmal. Mir fällt genau eine Dreckslampe, ne? Nee, ich hab sie. Nein, ich hab den Space nicht. Boah, meine Intro wird jetzt so viel leerer. So. Wirst du das Item to build liked? Ah, jetzt ist meine Base erhellt. Change Timer? Oh, ich kann hier Lichter festmachen. Achtung, Epilepsie-Warnung. Ich würde sagen, ich lasse die normal. Ich habe keinen Bock, dass einer hier Epilepsie kriegt. Aber Junge, oh, wie schön, wie schön aufgeräumt das auf einmal aussieht. Ich kann endlich mal ein paar Sachen da drüben hinpacken. Kann ich in den Kisten irgendwas?
Es ist so schön. Es ist endlich mal wenig da drin. Zack, 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 zack. Endlich hab ich mal den Platz. Damit habe ich schon gar nicht mehr gerechnet. So, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ne? War schön, dass es das gibt. So, noch einmal brauche ich das nicht, ne? Ich kann dieses Zeug hier nicht dafür nutzen, das nochmal aufzuboosten. Funktioniert nicht. Das haben wir ja schon mal getestet. Und das hat nicht funktioniert. Außer die haben das jetzt gepatcht. Das wäre eine Sache, die ich testen könnte. Aber ich bezweifle es. Ich teste es einfach mal hiermit, ob die das gepatcht haben, dass man damit jetzt mittlerweile was machen kann. Nee. Was? Was ist denn das? Hi! Ich will dir nichts. Also das habe ich im letzten auch gesagt, aber trotzdem. Collect Gregory's Ring. Okay. You do something for Mr. Junk? Now that Gregory has come back to life. He would love to get his ring back. Okay, irgendwo im Tümpel. Ich bin gerade gestorben. Ich habe es nur berührt und bin gestorben. What the hell? Okay, ich darf keinen Zaun mehr anfassen. Ich verstehe schon, Spiel. Ich verstehe schon, was du mir sagen willst. Ich habe verstanden, Spiel. Wir werden eigentlich für heute Schluss machen. Ja. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen heute hatten. Wenn ja, könnt ihr ein Abo auf YouTube da lassen, Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich.